Wichtelzeit und heute, da kümmern wir uns mal so ein bisschen um Stromversorgung oder zumindest einen Teil davon. Wenn wir mit unseren Arduinos, ESP oder anderem Digitalzeug basteln, dann kommt der Strom üblicherweise aus irgendeiner Gleichstromquelle. Das kann zum Beispiel der Batterie sein oder auch ein USB-Netzteil. In den meisten Fällen läuft unsere Schaltung selbst aber mit einer Spannung, die niedriger ist als das, was wir so bekommen. Ein einfacher USB-Anschluss, der liefert zum Beispiel 5 Volt, ein ESP oder aktueller Mikrocontroller, der braucht aber lieber 3,3 Volt. Wir müssen jetzt also hingehen und die Spannung kleiner machen. Dafür gibt es 2 große Konzepte, das ist der Linearregler und der Schaltregler. Beide haben ihre Vor- und Nachteile, haben ihre Einsatzzwecke und beide landen immer wieder auf dem Basteltisch. Und ja, entsprechend soll auch das dann heute das Thema sein. Machen wir gleich zu Anfang einen Blick auf einen Vergleich, der vorne und hinten nicht stimmt, aber zumindest so ganz grob das Prinzip erklärt, wo der Unterschied zwischen beiden ist. Gehen wir davon aus, wir haben eine Wasserversorgung. Die kann man aber nicht sinnvoll irgendwie auf kalte Kraft stellen, sondern die kann nur an und aus. Entweder wir haben eine Menge Wasser oder wir haben kein Wasser. Den Linearregler, den können wir uns jetzt vorstellen wie so ein kleines Röhrchen, was wir in den Wasserstrahl reinhalten. Können wir machen, dann kommt aus unserem Röhrchen da auch weniger Wasser raus, als wir vorne reingeben, aus dem Schlauch rauskommt. Aber, naja, ihr seht eventuell schon das Problem, der ganze Rest, den wir nicht brauchen, der geht daneben. Wir haben also eine Menge Verlust. Hat trotzdem seinen Vorteil, denn wir brauchen wirklich nur dieses Röhrchen und können irgendwie hier unser Wasser feststellen und müssen uns um nichts mehr kümmern. Ein Schaltregler, der hat in hier der Anwendung dann einen etwas anderen Aufbau. Das ist nämlich quasi wie hier so eine Dose. Und wenn wir da Wasser reingeben, da ist ein kleines Löschelchen drin, dann kriegen wir auch weniger Wasser als vorher. Und Vorteil gegenüber eben, naja, unser Wasser geht nicht verloren, sondern es wird in der Dose ja zwischengespeichert. Was wir jetzt aber machen müssen, naja, wir können nicht die ganze Zeit das Wasser laufen lassen, sonst läuft unsere Dose über und das wäre kaputt. Sondern wir müssen hingehen und müssen immer wieder Wasser an, Wasser aus, Wasser an, Wasser aus. Und dabei müssen wir auch ein bisschen aufpassen, wenn wir zu viel Wasser anhaben, läuft es wieder über. Wenn wir zu wenig Wasser anhaben, ja, dann geht die Dose leer und es kommt nichts mehr raus. Hat wie gesagt den Vorteil, wir verlieren kein Wasser, alles kommt am Ende bei unserer Schaltung an. Aber wir müssen uns mehr anstrengen, müssen das im Blick halten, müssen die ganze Zeit an ausmachen, ist also deutlich komplexer. Aber legen wir mal diese ganzen Vereinfachungen beiseite und gehen mal lieber wieder an die Elektronik ran. Und auch da fangen wir wieder mit dem Klassiker an, dem sogenannten Linearregler. Früher hat man zum Beispiel häufig den 7805 gefunden. Heute ist der 1117 in der 3,3 Volt Variante zum Beispiel auf vielen Arduino-Boards wieder anzutreffen. Das Motto von so einem Linearregler, das könnte man als ja bloß keine Komplexität bezeichnen. Und das sieht man auch daran, was man zum Betrieb benötigt, nämlich nur das hier. Ja, einfach nur der IC. Gut, in der Praxis nimmt man noch ein paar Kondensatoren dazu. Und falls es sich um ein Modell handelt, wo die Spannung nicht einprogrammiert ist, dann braucht man eventuell noch ein paar Widerstände zum Einstellen. Aber prinzipiell ist so ein Chip ohne großes Drumherum lauffähig. Man muss also nicht noch irgendwie Bauteile extern dran setzen. Und auch in der Funktion ist er relativ simpel. Kennt ihr einen Spannungsteiler? Ja, ich hoffe es doch. Dabei nimmt man nämlich 2 Widerstände und klemmt sie hintereinander zwischen den positiven und negativen Pol. Wenn man jetzt eine Spannung anlegt, dann teilt die sich über die Widerstände auf. Ich habe hier zum Beispiel 10 Volt vor meinem Netzteil, habe dann 2 10 Ohm Widerstände dahinter. Insgesamt macht das also 10 plus 10 sind 20 Ohm, wobei wir ja nur dann die Mitte holen. Das heißt, 10 Ohm bleiben übrig. 10 von 20 oder gekürzt 1 von 2, 1,5, heißt also die Hälfte von der Spannung haben wir am Schluss in der Mitte, bei 10 Volt also theoretisch 5 Volt. Können wir auch messen. Und ja, Pi mal Daumen 5 Volt, bisschen Toleranz von den Widerständen halt. Und durch das Verhältnis der Widerstände, da können wir dann auch die Spannung in der Mitte bestimmen. Jetzt hatten wir ja die Hälfte, also 5 Volt. Wenn wir jetzt den Widerstand Richtung Plus austauschen, zum Beispiel gegen 20 Ohm, dann haben wir insgesamt 30 und unten 10. Naja, 10 Volt geteilt durch 30 mal 10 oder ein Drittel, da sind wir bei 3,33333 Volt. Auch das können wir hier gucken. Ja, ungefähr kommt hin. Gibt nur einen kleinen Haken. Das Ganze hier funktioniert nur unbelastet. Das heißt unbelastet, naja, es funktioniert nur, solange wir keine Last dran haben, solange wir also die 3,3 Volt
nicht wirklich nutzen. Können wir auch hier sehen, wenn ich hier meinen Motor hole und den dranhalte an die 3,3 Volt, ja, dann haben wir plötzlich nicht mehr 3,3 Volt, sondern eine deutlich geringere Spannung. Wie kommt das? Naja, vereinfacht gesagt ist unsere Last in vielen Stellen ja auch nichts anderes als ein Widerstand, also noch ein weiterer Weg in Richtung Minuspol oder Ground. Das heißt also, wir haben jetzt zwei Widerstände parallel und wir wissen ja, wenn wir Widerstände parallel schalten, dann geht der insgesamte Widerstand runter und dadurch verschiebt sich dann hier auch unser Verhältnis und ja, wir haben entsprechend dann die falsche Spannung. Jetzt kann man natürlich hingehen und könnte jetzt anfangen, die Widerstände so anzupassen, dass das wieder passt. Also zum Beispiel den Richtung Plus kleiner machen oder den anderen größer machen und so das dann wieder in die 3,3 Volt schieben. Das funktioniert aber natürlich nur, wenn die Last die ganze Zeit gleich ist. Bei einem Motor, ja, da könnte das eventuell noch funktionieren. Aber spätestens, wenn wir dann irgendeinen Mikrocontroller haben, der zum Beispiel ab und zu was per WLAN sendet oder wie hier einfach nur eine LED blinken lässt. Naja, wir brauchen manchmal Strom für die LED, manchmal nicht. Das heißt also, ja, unsere Belastung ändert sich ständig und entsprechend müssten wir da auch die ganze Zeit dann die Widerstände anpassen. Das ist natürlich nicht so praktisch machbar. Wir müssen also einen Weg finden, wie dieser Widerstand sich automatisch in der Größe ändert, sodass am Ausgang immer unsere Zielspannung anlegt. Ja, das passende Bauteil, das ist der gute alte Transistor. Ja, zugegeben, heute nutzt man den in vielen Fällen einfach nur, um Dinge an- oder auszuschalten. So ein Transistor, der kann aber mehr als an und aus, denn ja, Transistor, der ursprüngliche Name, Transfer Resistor, also Übertragungswiderstand, da steckt schon Widerstand drin. Man kann so einen Transistor nämlich auch nur so ein bisschen aufdrehen. Das ist dann der sogenannte lineare Bereich und da verhält er sich dann ähnlich wie ein Widerstand. Nur, dass wir die Größe eben elektrisch verändern können. Es wird auch heute noch eingesetzt, zum Beispiel bei Verstärkern für analoge Sachen, wie zum Beispiel Audio oder Funk. Das können wir uns auch zunutze machen, wir müssen uns nur irgendwie noch eine Referenz angeln, das heißt also irgendetwas, was eine Spannung uns vorgibt, die das Ding halten soll. Die Lösung dafür, das kann entweder irgendeine Art von Operationsverstärker, spezieller IC oder auch eine einfache Z-Diode sein. Letzteres, das ist im Prinzip sowas ähnliches wie eine normale Diode, funktioniert vorwärts genauso, aber rückwärts hat es eine besondere Eigenschaft. Normalerweise ist es ja so, dass Dioden rückwärts nicht leiten und sperren. Die Z-Diode, die kann leiten, leitet aber immer nur so viel, dass sich eine gewisse Spannung einstellt. Und wenn wir die dann nutzen, um die Basis des Transistors zu versorgen, voilà, wir haben die 3,3 Volt und die bleibt auch da, wenn wir die Last verändern. In der Realität, da sind die heutigen Linearregler natürlich etwas komplexer als hier so ein ganz einfacher Aufbau. Viele, die gleichen zum Beispiel Temperaturschwankungen aus, denn so eine Z-Diode mit der Temperatur kann die ein bisschen hoch runter gehen. Es gibt oft einen Kurzschlussschutz, dass sie sich automatisch abschalten, wenn es einen Kurzschluss gibt, dass sie sich automatisch abschalten, wenn das Ding droht zu überhitzen. Aber das Grundprinzip ist gleich, das Ding agiert quasi wie ein sich automatisch einstellender Vorwiderstand. Über halt einen Transistor. Wie schon gesagt, das Ganze ist sehr simpel, entsprechend auch einfach in eigene Schaltungen einzubauen. In vielen Fällen, da guckt man einfach, dass die Ausgangsspannung vom Chip und der gewünschte Strom passt. Und ja, und dann, wenn man das passende Bauteil hat, baut man es einfach dazwischen und fertig. Wer ein bisschen genauer sich damit beschäftigen möchte, da gibt es noch so ein paar andere Werte, die interessant sein können. Zum Beispiel der Voltage Drop, das beschreibt den minimalen Abstand zwischen Ausgangsspannung und Eingangsspannung. Hier der 1117er vom ESP hat zum Beispiel 1,1 bis 1,3 Volt. Das heißt, wenn wir 3,3 Volt haben wollen, dann müssen wir am Eingang mindestens 4,6 Volt haben. Sonst funktioniert das nicht sauber. Ein anderer Wert, der interessant sein kann, das ist der hier, ich versuche es jetzt nicht auszusprechen, der Ruhestrom. Und dieser Wert, der beschreibt, wie viel Strom die Schaltung benötigt, wenn wir am Ende nichts angeschlossen haben. Und ja, der AMS 117 ist da auch nicht so dolle, der braucht dann auch mal 11 mA. Eher Negativbeispiel, wenn man da was anderes holt, dann kann das auch im Mikroampere-Bereich sein. Und das ist natürlich dann zum Beispiel ein großes Thema, wenn man Dinge mit Batteriebetrieb bauen möchte. Also, Linearregler, alles klasse und gelöst. Naja, fast, weil, wie gesagt, die Physik, die wollte da auch noch ein Wörtchen mitreden. Aufgrund vom Aufbau ist der Strom durch alle Bauteile immer gleich.
Wenn wir am Ausgang 1 Ampere haben, dann haben wir zwangsläufig auch am Eingang 1 Ampere. Aber Moment mal, 3,3 Volt mit 1 Ampere am Ausgang, das sind 3,3 Watt. 5 Volt am Eingang mit 1 Ampere am Ausgang, das sind 5 Watt. Mein Mathe sagt, dass da irgendwie so 1,7 Watt Differenz dazwischen sind. Und der Energieerhaltungssatz sagt, dass die nicht magisch verschwinden können. Die Lösung sieht hier so aus. Verluste. Viele Verluste. Denn was unser Transistor macht? Naja, die Differenz von der Spannung, die wir haben, die wandelt er schlicht und ergreifend in Hitze um. Das ist zwar einfach, aber eben auch eine ziemliche Verschwendung, denn eigentlich wollen wir ja nur Energie für unsere Schaltung haben und nicht wertvolle Batteriekapazität oder Strom aus dem Netz, der am Ende dann halt auch auf der Stromrechnung auftaucht, da irgendwie in Hitze umwandeln. Gut zugegeben, bei den aktuellen Heizpreisen ist es eventuell jetzt nicht so ein großes Problem, wenn man mit Strom noch ein bisschen nachheizt, aber eigentlich will man es halt anders haben. Und das Ganze hat auch noch einen Nachteil, denn naja, die Hitze, die muss ja auch irgendwo hin. Das heißt also, ihr habt es hier rauchen sehen, so soll das natürlich nicht sein. Man braucht da gegebenenfalls, wenn man höhere Abwärme hat, einen großen Kühlkörper, eventuell sogar einen aktiven Lüfter, um dann zu verhindern, dass der Linearregler da nicht überhitzt. Und das ist auch so etwas, was man immer prüfen sollte. Wie sieht das aus mit der Abwärme? Denn naja, in vielen Datenblättern findet man schöne Ampereangaben, dass das Ding 1, 2 Ampere aushalten kann. Aber wenn man mal nachrechnet, findet man dann raus, dass der aber die Hitze nicht wegbekommen würde. Das heißt also, was man real da drüber laufen lassen kann, ist oft niedriger als das, was da so werbewirksam im Datenblatt steht. So, genug Linearregler. Wir wissen jetzt, das Ding ist einfach, aber nicht sonderlich effizient. Wir haben aber ja noch eine zweite Lösung, und zwar der Schaltregler. Genauer gesagt ist das hier in dem Fall ein Step-Down-Regler oder ein Abwärtswandler. Das ist zwar deutlich komplizierter, aber eben auch effizienter. Na, fangen wir vorne an. Normalerweise geht unser Strom ja aus dem Netzteil raus in Richtung der Last, geht da drüber und wieder zurück. Das wollen wir aber nicht, dann hätten wir irgendwie zum Beispiel 10 Volt, die reinkämen, auch 10 Volt an unserer Schaltung und das hält die nicht aus, wenn die 3,3 Volt haben möchte. Um jetzt zu verhindern, dass wir da alles grillen, bauen wir erstmal eine Spule in die Leitung ein. Die mag es eigentlich nicht, wenn sich der Strom ändert. Man könnte sie also quasi mit so einem Schwungrad für Strom vergleichen. Die braucht zum Anlaufen relativ viel Energie, man ist nicht direkt auf der Geschwindigkeit, die man haben will. Aber wenn man aufhört, Energie zuzuführen, dann hält das nicht direkt an, sondern läuft auch noch so ein bisschen weiter. Wir können also jetzt hingehen, können am Eingang einschalten. Die Spannung am Ausgang geht aber nur langsam hoch, weil die Spule muss erst ihr Magnetfeld aufbauen. Wie gesagt, die mag das nicht, wenn sich da was ändert. Die hält da erstmal dagegen. Und wenn wir jetzt bei 3,3 Volt ankommen, dann können wir ausschalten. Das heißt, wir gehen am Ausgang nicht über die 3,3 Volt. Ihr seht aber eventuell, ja, die Simulation hier, die wird erst was sauer. Wir haben hier plötzlich irgendwie mehrere Kilovolt am Eingang. Hä? Was? Naja, die Spule mag, wie gesagt, es nicht, wenn sich da etwas ändert. Jetzt soll sie plötzlich von ich gebe was durch auf null. Mag sie nicht, deswegen drückt die quasi nach oder zieht, je nachdem, wie man das sieht. Wir müssen also irgendwie mal wieder dafür sorgen, dass wir einen Kreislauf bekommen, einen Stromkreis, denn naja, wenn die Spannung aus der Spule rausgeht in Richtung unserer Last, muss sie irgendwie zurückkommen. Und die einfachste Möglichkeit, das zu lösen, ist, wir setzen hier unten eine Diode ein. Normalerweise fließt von Minus nach Plus nichts. Aber wenn der Strom zur Spule zurück möchte, dann kann er über die Diode fließen und dann entsprechend da reinkommen. Wir sehen jetzt hier, wenn ich dann passend ein- und ausschalte, dann können wir hier die 3,3 Volt plus Minus ein bisschen halten. Dieses bisschen plus minus, das ist der sogenannte Ripple. Das ist halt einfach so ein bisschen Schaltartefakte, die wir am Ende noch über haben, weil wir müssen halt immer mal ein bisschen nachladen, ein bisschen leer laufen lassen. Kommen aber gleich noch zu. Wenn man das ausgleichen will, kann man so ein bisschen noch mit zum Beispiel Kondensatoren am Ausgang arbeiten, um das ein bisschen glatter zu machen. Was aber wahrscheinlich am sinnvollsten ist, ist meinen Finger gegen irgendeine Intelligenz zu ersetzen, die ein bisschen genauer schalten kann als mein Pi mal Daumen hier. Wenn ihr jetzt genau zugehört habt, habt ihr auch schon so ein bisschen erkannt, wo hier der Trick ist. Denn wir haben eben ja schon gelernt, Energie, die kann nicht magisch verschwinden, sie muss immer irgendwo hin. Hier geht es aber eben nicht in Wärme, sondern das, was überflüssig ist, in Anführungszeichen, das wird hier magnetisch in der Spule gespeichert und dann entsprechend wieder abgerufen, wenn wir dann vorne den Eingang ausschalten.
Dadurch, dass jetzt halt nicht da so viel mehr verloren geht, kann man auch eine sehr gute Effizienz erreichen, weil fast die komplette Energie, die wir reingeben, auch wirklich am Ende hinten wieder rauskommt. Man kann das sogar noch weiter optimieren. Zum Beispiel kann man hier diese Diode durch einen aktiv gesteuerten Transistor tauschen, der dann weniger Spannungsabfall hat. Und mit so Tricks kommt man teilweise auf so Werte von 96, 97, vielleicht sogar 98 oder mehr Prozent Effizienz, also Verhältnis von dem, was man reingeht, zu dem, was hinten wieder rauskommt. Weiterer Vorteil, naja, wir verwandeln das Ganze jetzt nicht in Hitze, also weniger Hitzethematik. Wir können also bei den gleichen Bauteilen oder bei der gleichen Größe der Bauteile, gleicher Kühlung, auch mehr Strom dadurch schieben. Das heißt also, für höhere Leistungen, insbesondere wenn der Abstand zwischen der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung größer wird oder wir einen sehr großen Strom zu erwarten haben, dann sind hier solche Schaltnetzteile fast immer die bessere Wahl. Weiterer Vorteil, der aber hier nicht jetzt zum Tragen kommt, wenn wir die Bauteile ein bisschen anders anordnen, dann können wir die Schaltung hier nicht nur dafür nutzen, die Spannung zu senken, sondern wir können auch dafür sorgen, dass die Spannung hochgeht. Das ist ein sogenannter Step-Up-Regler oder Aufwärtsregler. Da kommt dann eine höhere Ausgangsspannung raus, als wir am Eingang haben. Aber wie gesagt, ist hier jetzt kein Thema. Auch hier gibt es natürlich fertige ICs, insbesondere da dieses Timing zum einen Ausschalten natürlich eine sehr komplexe Sache ist. Und prinzipiell, wenn man selber so einen Chip sucht, da sind die Parameter auch erstmal ähnlich zum Linearregler. Auch hier muss man gucken, welche Eingangsspannung hält das Ding aus, welche Ausgangsspannung möchten wir haben, was für ein Strom ist möglich, eventuell wie viel Abwärmeproblematik haben wir. Aber, ihr möchtet wahrscheinlich keinen Chip einfach so suchen, denn statt dem einen Bauteil und eventuell was Kondensator, braucht man in den meisten Fällen eine separate Spule, eine Diode, eventuell zusätzlich zum IC sogar noch einen externen Transistor, Widerstände für Feedback. Und das ist natürlich nicht nur deutlich mehr zu kaufen und damit auch höhere Kosten, sondern eben auch mehr zu löten, mehr Platzverbrauch auf der Platine. Und ja, das war dann früher auch so einer der Gründe, warum viele Hobbybastler eben lieber einen Linearregler genutzt haben und den einfach reingesteckt haben, statt sich da einen kompletten Schaltregler aufzubauen, der halt deutlich mehr Arbeit gemacht hat. Heute ist das nicht mehr ganz so ein Problem, weil zum einen die Komponentenpreise fallen und zum anderen es gibt hier solche fertigen Module. Da ist der Chip, die Spule und die Diode und alles schon fertig drauf, meistens mit irgendeinem Poti, womit man die Spannung einmal einstellt. Und wie wir hier sehen, das Ding ist halt auch nicht mehr wirklich größer als so ein klassischer Linearregler in seiner alten Form. Fairerweise muss man zwar sagen, dass die aktuellen Linearregler auch geschrumpft sind, aber dadurch, dass die Linearregler die Größe brauchen, um die Hitze loszuwerden, kann man es nicht so einfach kleiner machen wie bei Schaltreglern. Ein anderes Problem von Schaltreglern haben wir eben auch schon gesehen, dieser Ripple. Egal was man macht durch das Schalten, da bringen wir immer so ein bisschen Spannungsschwankungen in die Versorgung rein. Und bei empfindlichen Dingen, wie zum Beispiel analogen Sensoren oder Audioanwendungen, da kann das gegebenenfalls zu Störungen führen. Und auch in die andere Richtung, denn wenn wir die ganze Zeit ein- und ausschalten, naja, das kann zum einen die Stromquelle vor neue Herausforderungen stellen. Batterie mit kurzen Kabeln, der macht das nichts aus, aber Netzteile und Stromnetze, ja, da möchte man eventuell dann filtern, um da Schäden zu vermeiden durch dieses ganze Ein- und Aus. Und den Filter will man eventuell auch aus einem anderen Grund, denn naja, wenn wir da eine Eingangsspannung die ganze Zeit hart an- und ausschalten, das sind jede Menge Spannungsänderungen und Spannungsänderungen in langen Leiterbahnen oder Drähten. Nennt man im Zweifelsfall auch Sender, das heißt also das Ding fungiert quasi wie ein Funksender und kann dann andere Geräte oder Funkgeräte stören. Wer schon mal ein billiges Schaltnetzteil in der Nähe von einem alten Radio oder so einem historischen Kupfer-Internet-Router eingesteckt hat und danach fluchend auf Fehlersuche gegangen ist, warum das irgendwie nicht mehr so läuft, der weiß, wovon ich rede. Und es gibt auch noch ein letztes Problem. Ja, wir haben ja schon gelernt, wir brauchen ein bisschen Intelligenz, um dieses Ein- und Ausschalten zu koordinieren. Und Intelligenz gibt es nicht umsonst. Auch dieses Hirn braucht ein bisschen Strom und der Ruhestrom von so einem Schaltregler wird in vielen Fällen eher größer sein als bei einem guten modernen Linearregler. Also, was soll man jetzt benutzen? Die korrekte Antwort lautet wie bei Technikern immer, kommt drauf an. Prinzipiell ist für viele Dinge so ein Step-Up-Modul eine sehr gute Wahl.
muss sich natürlich im Klaren sein, gerade wenn man hier so eine fertige Platine holt, die sind als eierlegende Wollmilchsau geplant. Das heißt, sie sollen möglichst alles abdecken können. Können sie meistens auch ganz gut, aber eben nur ganz gut. Wenn man einen Schaltregler speziell für einen Einsatzzweck entwickelt und baut und die Komponenten darauf optimiert, kriegt man meistens eine bessere Effizienz hin, aber ist eben auch mehr Aufwand. Das heißt, muss man dann immer gucken, möchte man sich die Arbeit selber machen oder geht man den Kompromiss ein, vielleicht ein paar Prozent an Effizienz zu verlieren, aber dafür kann man einfach eine fertige Platine benutzen. Und Linearregler, na, ausgestorben sind die halt immer noch nicht. Wie gesagt, wenn man eine empfindliche Schaltung hat oder irgendwas hat, was sehr, sehr kleine Ausgangsströme hat oder die meiste Zeit im Schlafen ist, ja, dann können Linearregler durchaus die bessere Wahl sein. Und auch wenn man Platzprobleme auf einer Platine hat, naja, Linearregler ist jetzt nicht die schönste Sache an der Stelle, aber kann ein Kompromiss sein, der durchaus valide ist. So, eine endgültige Antwort, die kann ich euch hier nicht liefern, aber ich hoffe, ihr habt jetzt die Unterschiede und Funktionsweisen ein bisschen besser verstanden und könnt für eure eigenen Projekte was Passendes als Lösung finden. Und wenn ihr dabei alle Werte richtig im Auge behaltet, die Datenblätter richtig lest und das Ganze dann fehlerfrei aufgebaut bekommt, dann habt ihr am Ende auch eine Stromversorgung mit einigermaßen brauchbarer Effizienz, die mit Glück dafür sorgt, dass eure Schaltung hintendran das tut, was sie soll.